der wieder rauskommen. Bringt wenn ja. ich mich jetzt mit einlatschen dann mit rauslatschen. Das ist es halt, ne? Alles gut. Ich musste gerade eine neue Folge starten. Weil die nächste Episode ist wieder eine neue Folge. Das wird Folgen haben. So. Du müsstest doch eigentlich bald ersticken in GTA-Folgen, oder? Naja, das hier ist ja jetzt, hat jetzt unabhängig davon, ist das jetzt nicht mit unserem sonntäglichen Content zu tun, sondern das ist hier wieder was Eigenes. Aber ja, rein theoretisch ja, ich komme zumindest mit dem, was gerade nicht hinterher, was wir so sonntags mit aufnehmen. Gerade wenn wir jetzt schon die nächste Session wieder machen. Und ich habe bei weitem noch nicht alles hochgeladen. Aber, naja, ist halt so. So. Hauptsache Content. Das heißt, es wird definitiv nichts auslaufen. Es wird halt keinen Tag jetzt momentan mehr geben, wo mal gar nichts kommt. Dass mal zwischendurch ein Let's Play ausfallen könnte. Das kann natürlich passieren. Gerade bei Pokémon. Aber GTA sollte eigentlich ohne Probleme sein. Okay, the party is on and we know Dre's data is the main attraction. So, okay. Na gut, dann machen wir weiter. Hol die Kopie von Dr. Dre's gestohlene Musik von der Party im Casino Penthouse zurück. Das ist immer noch das erste Ding. Das heißt, es gibt insgesamt drei Bereiche, was ich machen muss. Also, wie gesagt, heißt es heute hier noch um was. Und, genau. Du bist jetzt eingeladen sein. Ach so, das ist eine Mission, eine richtige. Okay, ich dachte, du kommst jetzt wieder raus, ja. Nee, nee, das ist eine richtige Mission. Club ausgespielt, Jagd ausgespielt, Zeit diesen Blieder wichtig Tour endgültig abzuwürgen. Schleich bei der Party ein, stoppt die Musik und verschwinde mit dem vor. Ja, den guten Scheiß, die ganz Los Santos verbreitet. Okay, ich habe wohl mit. Ich kann mal gucken, ob ich hier noch wieder auf eine Sitzung machen kann. Ob der Leute mit da. Ah, nee, komm, scheiß drauf, wir machen das zu zweit. Vor sonst ein Random versaut. Ja, da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht, genau. Ich hatte gedacht, ja, holst du jetzt irgendwie zwei Spieler Random mit rein, aber wenn das irgendwelche Leute sind, die da reinstürmen und mir alles wegnehmen, gerade wenn ich mir was zeigen möchte, ist das ein bisschen blöde. Das hat man nämlich schon mal, das muss ich sein. So, was haben wir denn? Stylisch? Mir fehlen die Haare an der Seite, sehe ich das gerade richtig? Was? Mir fehlen bei meiner Frisur die Haare an der Seite. Ich habe so gleich ganz kleine kurze Stoppel. Normalerweise sind da noch Haare. Aber alles gut. Was haben wir denn hier? Trendig? Pfiffig? Stylisch? Was willst du für ein Outfit haben? Ich trage hochmodern. Du trägst hochmodern. Sag du doch, was du willst. Du kannst dein eigenes auswählen. Ja, alles gut. Dann nehme ich pfiffig. Komm. Und ja, übrigens, die Augen sind tatsächlich Kontaktlinsen. Nur so nebenbei. Aber da müsste ich mal auch wieder neue reinmachen, weil irgendwas anderes, das ist halt sonst immer ein bisschen blöd. Immer das Gleiche, aber es ist schon seit zig Folgen. Ja, vor allem passt es halt nicht zum Outfit. Sowas kannst du zu Halloween mal machen oder so. Ja. Und, ich freue mich schon wieder auf ungefähr 2,5 Wochen. Also zumindest, wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich auf 2. Weil dann heißt es wieder Valentinstags-Update. Also beziehungsweise Valentinstags-Special. Das heißt dann wieder tolle Partner-Mission und sowas. So. Der Nightlife League. Weiter geht's mit dem Casino Parkhaus. Dann ist bestimmt wieder hier mit den, Moment. Da gibt es aber schon wieder die Mission, wo du da mit deinem Partner, wo der eine nicht sterben darf, der andere stirbt dann auch und so. Das könnte wieder passieren. Aber wir haben 2 Teamleben. Das meine ich nicht. Es gibt ja ein 2 Teamtags-Update.
Aber obwohl das heißt, ja, hier haben wir zwei Ziele, genau. Was du meinst, ist bisher tot und scheidet und das gibt es die ganze Zeit schon noch im. Ja, ja. Aber ich fand ich immer ganz witzig. So. Jetzt breche ich hier praktisch in meine eigene Bude ein. Nicht nur in deine. Auch in meine. So, betritt den Aufzug. In diesem Aufzug. Rennst einfach ohne mich weg. Ich kann ja nicht dafür, dass du so lange brauchst. Aber das ist eine Etage, die ich noch nicht kenne. Ja, das ist meine private Etage hier. Mhm. Könnte ich sonst geht's dir auch noch ganz gut. Entschuldige. Das sind die, wo die meine leicht bekleideten Mädchen rumrennen. Also, die zu 100% Mädchen sind und nicht wie bei dir, wo sie dann aus Thailand noch irgendwas dran haben. Ist die nicht weiter dort? Komisch, ich dachte, du stehst auf Svenja. Svenja ist ja, wie gesagt, der Charakter ist ja zu 100% Frau. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Sie ist sehr zeigefreudig. Finde den Promoter. Lol. Bei mir sind die Leute einfach gerade gespawnt auf dem Sofa rumgeblümst. Alter, der steht direkt einer neben dir. Wo ziehst denn du hin? Ich hatte gedacht, du kümmerst dich drum den. Nein, ich rede ja von meinem Charakter. Ach so. Ich stehe direkt neben dem Gegner und er zielt auch auf den im Büro hier. Ja, ja, dachte mir, hä? Der stand auch vor mir, den habe ich dann ja geholt, glaube ich, den Gegner. Hey, don't get stuck in the shootout, keep moving.
Müsste doch einer sitzen. Gegner. So. Mein Typ ganz cool und Caps rein. Oh mein, was ist hier los? Ich muss los, ich muss durch. Naja, passt doch. Du bist aber nur gechillt. Ungeduldig, aber das ist normal bei mir. Hab ihn schon. Okay. 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 Ich bin auch tot. Warum machst du sowas? Vor allem hast du da auch null Deckung. Ich hab's gemerkt. Ja, das ist es halt. Du kannst da bescheiden. Sowas kotzt mich schon wieder an, ey. Was denn? Du kannst dich hier nur zu hinstellen. Du wirst überall beschossen und kannst das keine. Ja, Bock da an der Bar stand doch einer. Ach Gott, ey. Steh hinter den Pfosten und du schießt dann von der Bar weggeschossen. Ja, wie du immer sagst, du hast da keine Deckung. Weil auch oben alles weg, noch da genug Gegner sind. Naja, alles gut. Gehen wir noch hin. Ich habe ja bestimmt den Checkpoint am Aufzug. Wenn wir jetzt mal von Anfang an machen würden, dann Happy Birthday. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Das würde mich schwer wundern, wenn es so wäre, wenn es nicht so wäre. Ja, wie gesagt, bei GTA weiß ich nie. Da ist der Checkpoint, okay. Ich habe noch Ladebildschirm. Ich habe nicht mal eine Waffe. Und bei mir schwebt hier die Barkeeperin einfach in der Luft. Ich habe keine Waffen. Jetzt habe ich Waffen. Ich hab schon wieder, weißt du, ich hab noch nicht mal Waffen auswählen, aber ich habe schon das halbe Leben weg gehabt. Mal weg. Danke, der war nicht ganz so wichtig. Typen. Okay, dann haben wir noch relativ weiten Checkpoint, aber das ist gerade ziemlich krass gewesen. Wir sind das komplette Leben schon weg gewesen, bevor ich überhaupt anfangen konnte. Und ich habe ein scheiß Messer in der Hand. Da hast du noch Snacks und Co. Warte mal gerade kurz. Ja, viele, viele nicht mehr, weil ich angeblich nichts tragen kann mehr. Ja, ich habe keine Stacks mehr. Du hast doch vorhin noch gesagt, dass alles voll ist bei dir. Ja, wurde mir auch angezeigt, aber es ist halt nicht so. Warte. Ich schmeiß dir mal eine Granate hin. Jetzt habe ich aber zu kurz gefallen. Jetzt ist er getroffen.
falsch gegangen. Upsi. Ich komme wieder raus. Nee, ich wollte nur gerade meine Panzerung auffüllen. Alter, die treffen dich zweimal deine ganze Panzerung weg. Oh, oh. Mhm. Das war meine Schuld. Yes. Das war jetzt keine Absicht. Weil ich habe gegen das Ding und habe zu hoch gezielt. Scheiße. Die Idee war dahinter, den da hinten wegzuholen mit der Granate, aber alles gut. Das war jetzt ein bisschen mein eigener Fail. Ernsthaft, während der Aufnahme? Du hast jetzt nicht ernsthaft gefurzt, oder? Das hat man voll. Das wirst du voll in der Aufnahme hören. Das kannst du mal zu nach Hä? Also auch immer du da mal versuchst von dir zu geben. Ja, das frage ich mich bei dir. Du warst doch gerade. Nö, eigentlich der gar nicht. Der kam bei dir gerade nicht raus. Ja. Ich habe übrigens gerade eine bessere Idee. Warte mal. Erstmal nochmal Panzerung. Dann Waffen, dann gehe ich einfach die Treppe hier hinten runter. Das kannst du nicht. Das wäre gar nicht so eine doofe Idee eigentlich. Bleib mal ein bisschen Ruhe, um mal nicht da oben komplett offen zu stehen. Die Schacks haben bis. Dance. Auf jeden Fall sind wir von hier unten nicht so sehr im Visier als von oben. Ja, ja. Ja, da oben steht er mal. Hier ist noch einer. So. Das war eine gute Idee. Bist du da? Ja, ja, ich bin schon unterwegs hinter dir. Das war eine gute Idee, runterzugehen. Das, wie gesagt, wie du selber sagst, du standst da nicht komplett nicht so offen. Meine Karre wurde mir jetzt draußen angezeigt, deswegen bin ich jetzt so rausgekommen. Alles gut. Komm, wir nehmen einfach eine andere Karre. Komm hierher. Der Weg wäre frei gewesen. Da vorne. Abflug. Also bin ich da knapp an dem weißen Auto vorbei. Was ein Drift. War da was? Den hast du gar nicht getroffen. Also bei mir zumindest nicht. So. Los. Bleib doch mal geschmeidig. Nein, überhaupt nicht. 7.950, Mensch, bin ich reich. Ja,
Die habe ich auch gekriegt, die Kohle. Aber es könnte auch die letzte Mission gewesen sein für diesen Abschnitt. Seltsam, dass du für die ganzen anderen Missionen 10.000, 50.000 was übers kriegst und hier kriegst du 7.000. Ja. Also ich krieg sauber Geld. So. Ja, das dürfte das letzte Ding gewesen sein von diesem Abschnitt. Ne, 100.000 habe ich gekriegt. Für das Ding. Ich habe jetzt für die paar Vorbereitung 170.000 gekriegt. So. Freudig. Ja, mache ich auch. Ich bin voll reich und so, ja. So. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten Datenleak. Dann fahr. Ach, ich kann nicht rüber zu gehen. Jetzt fahre ich. Ich gehe mal kurz ins Büro. Weil da steht schon der nächste Datenleak, den wir angreifen können. Bist du noch fit, dass wir noch ein bisschen was machen oder willst du Feierabend machen? Sei froh, dass ich keine Eigenbeschuss an habe. Bisschen was können wir noch machen. Alles gut, machen wir so. Ich habe gerade auch noch Bock, ich will jetzt gerne noch weitermachen, weil ich will sehen, wie das ganze Ding jetzt hier weitergeht. So, dann gehen wir mal hoch in unser kleines Büro. Obwohl, ich sollte mal die Folge wenden.